Es ist eine Drohung, die ganz Europa Sorge bereitet. Wladimir Putin warnt am Rande eines Treffens in Teheran vor weiter sinkenden Gaslieferungen aus Russland. Nur noch ein Fünftel, also 30 Millionen Kubikmeter pro Tag, könnten nach Deutschland kommen, sollte Russland die in Kanada gewartete Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 nicht rasch zurückbekommen, sagt Putin. Und grinsend fügt er hinzu, man habe da ja auch noch die Pipeline Nord Stream 2, die in Betrieb gehen könne. Aber die EU habe ja beschlossen, auch auf alternative Energieformen zu setzen, wie Sonne und Wind. Es wird aber ein langer Winter ohne Wind, spottet Putin weiter. Unklar also, ob Nord Stream 1 nach den geplanten Wartungsarbeiten morgen wieder ans Netz geht. Die EU-Kommission rechnet mit dem Schlimmsten und stellt am Mittag ihren Notfallplan vor. Um Gas einzusparen, sieht der Brüsseler Entwurf unter anderem vor, dass öffentliche Gebäude, Büros und kommerzielle Gebäude bis maximal 19 Grad beheizt und mit Klimaanlagen auf nicht weniger als 25 Grad heruntergekühlt werden sollen. Außerdem soll stärker auf Fernwärme und Wärmepumpen gesetzt werden. Für den Umstieg auf andere Energieträger könnten Unternehmen finanzielle Anreize bekommen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mahnt, nicht in Panik zu verfallen. Wir können unser Gas auch über den internationalen Markt beziehen. Über 60% des Gases kommt vom internationalen Markt. Wir haben also Gas für den nächsten Winter, aber natürlich, die Preise sind hoch. Um sich weiter unabhängig zu machen, hat die Bundesregierung jetzt über zwei weitere Standorte für schwimmende LNG-Terminals entschieden. Das dritte Terminal geht nach Stade bei Hamburg und das vierte nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.